Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Haul für dich. Ja, ich sage das jetzt mal recht breit, denn es ist nicht nur ein Amazon-Haul, sondern ich habe auch ein bisschen was zugeschickt bekommen von Dr. Pierre Rico, von Good Molecules und von GK, das wollte ich dir hier mal zeigen. Dann habe ich bei Louisa Crashen was in dem Online-Shop bestellt und ja, dann gibt es auch noch eine kleine, aber feine Verlosung, also bleib dran. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll, denn die Sachen, die sich hier auf meinem Tisch befinden, sind echt großartig. Jedenfalls, ich habe sie mir ja ausgesucht. Ich weiß ja, dass ich das toll finde. Okay, ich fange einfach mal an mit meinem Amazon-Haul. Da habe ich mir so zwei Adressbücher geholt. Das Problem ist, dass mir da leider Wasser drüber gelaufen ist. Aber ja, die meisten Sachen haben es eigentlich ganz gut überlebt. Alle meine Leute-Adressbuch. Also ich wollte ein Adressbuch wirklich für meine privaten Kontakte nehmen und ein Adressbuch für meine ganzen YouTube-Kontakte und Instagram-Kontakte. Das schaut so von innen aus. Das kannst du dir dann selber zurechtschnibbeln, hier von den Buchstaben her, ne? Dass du halt selber festlegen kannst, A, B, C, D und so weiter. Dass du, wenn du zum Beispiel ganz viele Freunde mit A hast, dann ist A natürlich breiter als, keine Ahnung, Q oder so, ne? Das ist hier nicht vorgegeben, das finde ich ganz gut, ne? Das habe ich einmal. Und dann habe ich mir noch dieses Adressbuch geholt, mein kleines weißes Buch der wichtigsten Menschen. Das ist dieses hier, da sieht man hier auch leider einen Wasserfleck. Als ich die Produkte von Yesdai getestet habe, habe ich ja meinen Wasserpott umgehauen. Und leider standen da tatsächlich auch diese Produkte. Teilweise eingepackt, teilweise leider nicht mehr. Ärgerlich. Okay, also hier ist so ein Gummiband. Das ist leider nicht an dem Adressbuch selber befestigt. Ja, und auch hier kannst du das dann sehr individuell gestalten, dass du dir dann da die alphabetischen Sachen rausschneiden kannst. Aber ja, das ist halt relativ unspektakulär, weil das ist einfach nur gepunktet, ne? Das ist auch ein bisschen simpler gehalten. Ja, dieses Gummiband wird wahrscheinlich relativ schnell verschütt gehen, so wie ich mich kenne. Ja, auf jeden Fall zwei Adressbücher. Dann habe ich mir etwas bestellt. Ich habe öfters Ohrenschmerzen. Das habe ich auf dem linken Ohr. Ich höre auch auf dem linken Ohr sehr schlecht. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist irgendwie während meiner Pubertätszeit gekommen, dass ich halt immer schlechter auf dem linken Ohr gehört habe und auch immer mehr Ohrenschmerzen da gekriegt habe. Das heißt, auch wenn ich Zug bekomme oder so, dann habe ich da schnell Ohrenschmerzen. Und das ist einer der Gründe, weswegen ich zum Beispiel so eine Antiknierschiene nachts trage, damit ich halt meinen Kiefer entspannen kann und nicht so presse, ne, meine obere und untere Zahnreihe aufeinander drücke. Das wird dadurch auf jeden Fall entlastet. Dennoch habe ich immer noch sehr empfindliche Ohren, gerade links. Und da habe ich entdeckt, dass es etwas gibt, das hat mein Papa damals gegen Tinnitus auch schon verwendet. Und das möchte ich jetzt einfach mal für mich probieren, ob mir das gegen Ohrenschmerzen auch hilft. Und zwar sind das Ohrenkerzen. Und die sind jetzt von der Marke Valerie für eine tiefengreifende, gewebeschonende Reinigung der Ohrkanäle. Also das ist eigentlich als Reinigungsprodukt beschrieben worden. Ich kenne es aber von meinem Papa, dass es halt nicht reinigend ist, sondern dass es auch richtig wärmend ist und bei ihm ja auch entspannend war gegen den Tinnitus und so weiter. Muss ich einmal aufschneiden. Ich wollte euch das nämlich einmal zeigen, weil das sind eigentlich ganz coole Geschichten. Jedenfalls war das bei ihm so. Er hat das damals vor 20 Jahren oder so in der Apotheke auch nur gekriegt. Das hatte eine Heilpraktikerin uns vorgeschlagen. Die sehen jetzt hier etwas anders aus und zwar sind die bunt. Das ist wirklich in allen möglichen bunten Farben, ne? So, hier nehme ich jetzt einfach mal die grüne Variante raus. Du hast dann hier auch so ein Plättchen, welches du dann nehmen kannst, um halt dein Ohr zu schützen. Nehmen. So rum wahrscheinlich, ne, dass das Silberne dann außen ist. Dann muss man dieses Ding nehmen und hier durchstecken. Huch. Ich glaube, bis hier wirklich rein. Ja, ich denke, dass man das dann hier bis zu dieser schwarzen Markierung stecken muss. Dann nimmst du dir die Ohrenkerze und steckst die halt wirklich in dein Ohr. Am besten ja irgendwie festhalten, ne? Sonst ist es ein bisschen blöd. Dann muss man das tatsächlich hier oben anstecken. Halt mit Bienenwachs und das ist dann halt nicht nur zur Ohrenreinigung, sondern auch in dem Sinne, für die Ohrenwärme, weil natürlich kommt hierdurch dann Wärme an dein Ohr ran und auch wirklich tief rein in dein Ohr, in deinen Hörkanal, wie auch immer, und ich hoffe einfach, dass es mir hilft. Ja, vielleicht nehme ich dich da auf Instagram mal mit, dass ich dir da auch eine Story zu mache oder so, wenn ich die mal austeste, je nachdem, wie ich das so gebacken bekomme, weil ich glaube, ich muss mich da erstmal rantasten und dann kann ich euch dazu eine Story machen. Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann tu es auf jeden Fall. Ich heiße AiduikP, das ist Claudia rückwärts und ein P dahinter. Wenn ich irgendwelche ganz verrückten Sachen austeste, dann meistens da. Als nächstes habe ich mich so ein bisschen bei uns im Bad umgeschaut und das
triggert mich einfach, wenn Sachen rumliegen. Also zuallererst ist meine Halterung für meinen Föhn kaputt gegangen. Die war sonst zum Drehen mit Unterdruck. Das ist einfach porös geworden mit der Zeit, das Gummi. Und dann ist es kaputt gegangen, hat nicht mehr richtig gehalten, ist ständig runtergefallen. Hat mich aufgeregt. Dann störte es mich, dass mein Rasierer ständig irgendwo in der Dusche rumfliegt und nicht einfach einen bestimmten Platz hat und. Dementsprechend habe ich mich ein bisschen umgeschaut und habe zum einen hier eine Halterung für den Rasierer gekauft. Das ist dieses Produkt und das kannst du halt wirklich dran kleben. Das ist selbsthaftend wiederverwendbar Tüdelü. Sollte es bis zu 8 Kilo halten, aber 8 Kilo wiegt ja niemals ein Rasierer. Und hier kann ich dann meinen Rasierer dran machen, klebe mir das dann an die Fliesen oder sonst irgendwo hin, muss ich mal gucken. Ja, das kann ich nachher auch direkt machen. Finde ich ganz praktisch. Dann habe ich hier etwas für unseren Abzieher von der Dusche. Also bei uns ist die Dusche so, dass wir eine offene Dusche haben. Das heißt, wir haben eine Wand, wo du quasi die Duscharmatur dran hast. Dann hast du eine Wand, die halt die Hauswand ist. Und dann hast du eine Glaswand. Ne? Also halt wie eine offene Dusche nun mal so ist. Und diese Glaswand muss natürlich immer wieder abgezogen werden mit so einem Duschabzieher. Und auch dieser Duschabzieher fliegt ständig in der Dusche rum und fällt mir dann meistens auf die Füße. Und da habe ich dieses hier geholt. Das ist einfach ein Haken. Und den möchte ich umfunktionieren als Duschabzieherhalter. Ich hoffe, dass es da reinpasst. Ne? Da ist nämlich in der Mitte eine Aussparung. Und ja, das ist auch zum Kleben. Cool. Ich dachte, es wäre zum Bohren. Sehr praktisch und ja. Amazon hat so viele praktische Produkte. Und das hier war dann natürlich der ausschlaggebende Grund, weswegen ich halt auf der Suche war. Da habe ich mir auch wieder zum Kleben so einen Föhnhalter geholt. Ja, genau. Kleben statt Bohren. Eigentlich könnten wir bei uns bohren, weil es ist ja unser Haus. Aber trotzdem, ich mag das nicht so. Ein Fliesen bohren, oh, da habe ich immer Angst vor, dass mir dann die Fliesen springen. Und das Böse bei einem eigenen Haus ist ja, dass du weißt, wie teuer das war. Und dass du das dann ja auch selber reparieren musst und so. Und das möchte ich nicht riskieren. Ja, und das ist halt so ein ganz simples Ding, ne? Das ist einfach nur so ein Halter. Und da hinten dran ist, das muss man halt hier hinten dran montieren, so ein Vieh zum an die Wand kleben. Ja. Von Venco. Und das werde ich heute Abend alles montieren und ich denke, dass ich das auch bei Instagram posten werde, wie es dann nachher aussieht. Okay, ich krieg's hier nicht wieder rein. Ist nicht schlimm. Dann zeige ich euch jetzt die Sachen von Dr. Pierricot. Genau. Mit Dr. Pierricot arbeite ich ja schon seit einer Weile zusammen, beziehungsweise die schicken mir dann Produkte zu, die ich dann testen kann. Da habe ich auch schon das ein oder andere Produkt sehr, sehr lieb gewonnen. Zum Beispiel die Augencreme, beziehungsweise Concealer. Ganz, ganz leichter Concealer. Liebe ich für den Sommer. Richtig geiles Produkt. Und jetzt habe ich, weil die eine neue Serie haben, drei Nachtprodukte bekommen. Die Nachtcreme davon habe ich auch schon in Anwendung. Die versteckt sich hier in diesem Kartönchen oder normalerweise versteckt die sich da drin. Die habe ich aber jetzt schon 2 Tage lang verwendet. Schon, wow. Sieht wundervoll aus in so einem Glasstiel. Das ist so richtig hochwertig, richtig schwer und das sieht so schön aus, ne? Das ist eine regenerierende Detox-Nachtcreme. Ja, richtig geil, richtig schön reichhaltig und da habe ich echt meine Freude dran. Ein ganz, ganz tolles Produkt, ne? Oh, die ist so schön, die riecht auch so gut. An irgendwas erinnert mich auch dieser Duft. Das ist sehr, sehr weiblich. Finde ich total großartig. Also ganz zart parfümiert. Und passend zu dieser Creme habe ich dann auch noch bekommen ein Gesichtsserum, was für die Nacht ist. Das heißt, aktuell verwende ich eins, was ich Tag und Nacht verwende. Das heißt, das, was ich jetzt tags und nachts über verwende, werde ich nur noch tagsüber verwenden. Und das hier dann nachts. Und das ist auch wieder ein regenerierendes Detox-Serum. Das passt dann auch wieder total super optisch, ne? Weil dann guckst du in deinen Schrank und siehst die gleichen Produkte. Das finde ich voll schön. Das passt nämlich auch voll gut zusammen, weil das hier auch wieder ein Glastiegel ist. Mit diesem, das sieht so schön edel aus. Ich mag das richtig gerne. Es hat einen Pumper hier oben. Wird ab heute verwendet und dann, wenn es aufgebraucht ist, entsprechend im Aufgebraucht-Video reviewed. Ich denke auch, dass ich dazu eine Insta-Story machen werde. Ich muss mal gucken oder ein Foto dazu, weil ich finde es einfach so hübsch. Ich meine, guck dir das mal an. Wenn du die beiden so nebeneinander stellst, ist voll schön. Ich mag dieses Blau, ist voll meins. Genau. Und dann habe ich hier noch eine Augencreme. Da bin ich sehr gespannt. Also auch das wieder. Regenerierend, Detox und so weiter. Und das ist vom Design her tatsächlich, finde ich super, so ein bisschen wie der Concealer, den ich ja von Dr. Pierricot auch habe.
Das ist halt dann wirklich eine Augencreme für die Nacht. Also ich denke dann auch dementsprechend extra reichhaltig. Hat hier so ein Rausdrückvieh. Das finde ich persönlich hygienischer, als wenn du so ein Pöttchen hast. Ich liebe zwar meine Augencreme von Clinique, aber es ist halt echt, ne, wenn du da immer mit dem Finger reindippst, natürlich kannst du da auch einen Spatel für nehmen, aber ich bin faul. Wäre natürlich noch geiler gewesen, wenn das hier in dem gleichen Glasdesign gewesen wäre, aber ich glaube, dann, ne, wäre es ein bisschen heftig, aber das ist halt auf jeden Fall die neue Serie von Dr. Pierre Rico und ich darf sie testen und ich bin sehr, sehr froh drüber. Super, super klasse. Ich gehe jetzt mal weiter zu Safety First Produkten. Das heißt, wenn ich, ich meine, jetzt mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm, aber es war jetzt gerade, wenn es halt richtig dunkel wurde, immer abends problematisch, wenn ich mit Sammy spazieren gegangen bin, weil ich mir gedacht habe, okay, ich möchte schon irgendwie leuchten wie eine Disco-Kugel, was ich ja auch tue. Ich habe so eine Weihnachtsmütze auf, die ich von Wish mal bestellt habe und dann kannst du die anmachen, dann blinkt die vor sich hin. Sammy hat dann auch eine reflektierende Leine, hat auch selber Blinkies an seinem Geschirr und so weiter. Und wir blinken beide auch sehr vor uns hin, was auch sehr gut ist. Aber ich wollte jetzt oder quasi im kommenden Winter noch mehr aufhalten, weil mich das... Ich brauche mehr Leute, wirklich. Also zum einen habe ich hier Blinkies geholt, die habe ich in so einem Ultraset geholt. Ich denke, dass jeder Hundebesitzer die auch schon mal gesehen hat. Das sind nämlich so Dinger, die kannst du an das Halsband oder an das Geschirr von deinem Hund dran machen. Und dann kannst du hier drauf drücken und dann leuchtet das. Ne? Ich weiß nicht, wenn ich nochmal drauf drücke... Genau, und das blinkt halt auch, wenn man möchte, ne? Langsam und schnell. Oder halt aus. Also es hat drei verschiedene Stufen. Und da hier in diesem Paket so viele drin sind, kann ich das alles an das Geschirr von Sammy hängen und an das Halsband und an mich. Das ist sehr, sehr praktisch. Kannst du aber auch an deine Kinder hängen. Ganz blöd gesagt. Ne? Wenn man halt die Schulkinder hat, die zum Bus laufen zum Beispiel. Oder die halt... an der Schule drum rumlaufen oder zu Fuß zur Schule laufen. Da möchte man ja auch, dass die sichtbar sind und deswegen finde ich solche Dinge sehr praktisch. Das sollte man so rumhalten. Genau. Ein weiteres Produkt, das muss ich aber nochmal gucken, ob es ihm passt, ist von Trixie Saferline eine Sicherheitsweste für den Hund. Ja, ich habe mich lange geweigert, meinem Hund Klamotten anzuziehen. Jetzt habe ich hier tatsächlich eine Sicherheitsweste und irgendwie muss es doch sein, finde ich. Weil man selber hat sowas an und irgendwie, keine Ahnung, dann sollte der Hund das auch vielleicht mal tragen. Es ist einfach eine Warnweste, ne? Da kannst du hier oben den Hals durchmachen. Das ist hier unten mit Klettverschluss. Das kriegst du dann auch schön drum zu, ne? Zack. Kannst dann auch auf verschiedene Größen einstellen. Ich habe jetzt für Sammy die Größe L geholt. Und das hier unten machst du dann entsprechend um seinen Bauch drum zu. Ja. Zack. Das kriegst du dann angezogen, wenn wir dann halt abends spazieren gehen. Den Stoff finde ich auch ganz angenehm. Ja. Ne, es ist einfach eine Mini-Warnweste für den Hund, was ich ganz süß finde. Dann hast du auch noch Pfoten drauf. Albertfahr. Für mich habe ich ein bisschen Nachschub geholt, denn irgendwie ist meine Warnweste nicht mehr so nice, die ich habe. Ich brauchte was Neues und die habe ich mir in XXL geholt, weil ich sie mir ja über die Jacke ziehe. Und weil nicht nur ich, sondern auch mein Freund die tragen wird, ne? Was soll ich sagen? Sollte man tragen, wenn man irgendwie abends durch den Wald geht und wenn der Wald so dunkel ist, ne? Macht auf jeden Fall durchaus Sinn und sowas kann man auch im Auto haben. Hier hast du sogar Taschen mit drin, also das finde ich ganz praktisch. Ja, Warnwesten sind nicht verkehrt, kannst du nichts gegen sagen, finde ich ganz gut. Dann habe ich, wie gesagt, im Shop von Luisa Creschen eingekauft. Und zwar habe ich mir ein Pinselset geholt. Das ist das Pinselset, Moment... das ist das Ultimate Set, genau, das hat 79,99 gekostet und ich zeige euch einfach mal, was ich da gekauft habe. Ich verlinke euch sowohl das Pinselset von ihrem Shop als auch die einzelnen Pinselsets, die man so kaufen kann, auf Amazon mit rein, weil du kannst dieses Set auch separat dir zusammenstellen. Wenn du sagst, Mensch, ich brauche gar keine Augenbrauenpinsel oder gar keine Eyelinerpinsel, dann musst du die ja nicht mitkaufen. Du sparst, wenn du das im Set kaufst, aber man braucht vielleicht nicht alle Pinsel, aber ich brauche alle Pinsel, weil ich bin ich. Ich brauche immer Pinsel. Und es gab dazu natürlich auch noch ein Spiegel, wenn man das in ihrem Online-Shop gekauft hat. Das ist der Crash Mirror. Das fand ich gut. Den konnte man dann in den Einkaufswagen legen und hat den dann für Umme gekriegt. So schaut der Spiegel aus. Das ist in so einem Rosé-Gold. Hat hier hinten ein L und ein Herzchen mit drauf. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. So sieht man es besser, ne? Ich finde es echt schön. Hier vorne diese Marmor-Optik. Das ist echt hübsch. Und da ist noch eine Folie drüber. Ei, ei, ei. Folie abgemacht und dann kann man hier drauf drücken. Dann geht der Spiegel auf. Und dann hat man hier einen echt schönen Spiegel, muss ich sagen. Da sieht man sich sehr, sehr gut drin. Wow, das ist eine ganz tolle Qualität. Da siehst du jede Pore, jede Falte. Wow. Oh, jede Falte. Ja, schöner Spiegel, richtig geil. Wird hier in meine Anwendung auf jeden Fall kommen.
So, in diesem Ultimate Set befand sich hier, oder befindet sich, kann man ja immer noch kaufen, das Brow Set. Da hast du einen Augenbrauenstift und noch einen Augenbrauenstift. Ich glaube, das sind zwei Augenbrauenstifte, ja. Wobei du die natürlich auch als Eyeliner mit verwenden könntest, wenn du möchtest, ne? Richtig schön. Guck mal, das kannst du hier oben rausziehen. Schön. Ich freue mich so drauf, die auszutesten. Des Weiteren befindet sich das Eyeshadow-Set da drin. Außerdem befindet sich das Highlighter- und Contour-Set mit drin. Und außerdem mit im Set befand sich das achtteilige Pinsel-Set mit Make-up-Tasche. Was du übrigens in diesem Video gewinnen kannst, sind ein paar pinke, rosane, bunte Produkte. Und zwar einmal von Eyelure London die Flattery Lights Lashes. Das fand ich einfach witzig. Von Schneider einen pinken Stift. Essence Volume Stylist 18 Hours Curl and Hold Mascara. Die Maske habe ich im Action tatsächlich gefunden. Me and My Cute Hair Mask Sheet Oil and Care. Das ist eine Turban-Maske. Von Essence Style Your Lashes ein Mascara Brush Set. Von Rituals The Ritual of Sakura eine Body Cream mit Organic Rice Milk and Cherry Blossom. Das ist eine kleine Probe, die aber richtig gut riecht. Von Yves Saint Laurent einen Volupté en Plump Lippenstift. Das ist dieser hier. Und der hat hier so ein Herzchen drin. Und von Douglas eine Soothing Mask mit Pink Clay, mit pinkem Lehm. Und wenn ich den Stift aus seiner Verpackung rausnehme, passt das alles super in diesen Luvia-Karton. Das finde ich jetzt gerade 1A. Das ist dann quasi der Gewinnerkarton. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist, dass du mir einfach unten in die Kommentare reinschreibst, welches Produkt du zuletzt auf Amazon gekauft hast. Und wenn du noch nie was bei Amazon gekauft hast, schreib mir das auch mal unten rein. Jetzt möchte ich so langsam mal in diesen Karton von Good Molecules reinschauen. Wow. Okay, hier haben die geschrieben, zum einen, dass die noch nie irgendwie an Tieren irgendwelche Tierversuche durchgeführt haben, was ich sehr, sehr positiv für die Produkte finde. Und dass die sich quasi sehr auf die Inhaltsstoffe konzentriert haben und jetzt Produkte entwickelt haben, die super Inhaltsstoffe haben sollen, die dann auch wirklich das Hautbild verbessern sollen. Sehr Pop-Art-mäßig. Okay, und so schauen die Produkte in dem PR-Paket aus. Als erstes haben wir einen silikonfreien Primer Moisturizer. Also das soll sowohl das Gesicht primen als auch mit Feuchtigkeit versorgen. Das ist natürlich frei von Silikon, Mineralölen, Parfümstoffen, Alkohol und PEGs. Das ist eine ziemlich hübsche Verpackung, muss ich gestehen. Also ich finde das sehr, sehr fancy mit diesem, dass dieses Bunte sich halt wiederholt. Es ist ein Pumpspender. Oh ja, Niacinamid Brightening Toner. Soll der dein Gesicht heller machen oder einfach nur zum Strahlen bringen? Kannst du morgens und abends verwenden. Oh je, mit Vitamin C, Niacinamiden, Arbutin, sagt mir gar nichts, Licorice, Root Extract, da weiß ich nicht, was es ist, damit die Haut halt entsprechend heller wird und deine geweiteten Poren verschlossen werden. Ja, bei Vitamin C, ich bin da vorsichtig, ne? Vitamin C, da muss man sich sowieso immer sehr gut rantasten und das nach und nach erhöhen. Das darf man nicht von jetzt auf gleich machen und auf jeden Fall danach ein Produkt verwenden, wenn du es morgens verwendest, mit einem guten Lichtschutzfaktor. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Apothekenprodukt, ne? Sehr schwer. Dann haben wir noch ein weiteres Produkt und zwar das Niacinamid-Serum mit 10% Niacinamiden, damit das Gesicht wieder entsprechend verfeinert wird und die Hautstruktur verbessert wird und natürlich die Poren minimiert werden. Oh, ich liebe Serien, die halt in solchen Fläschchen kommen, ne? Das ist auch wieder Glas. Sieht schon ziemlich cool aus. Doch, das muss ich sagen. Das sieht sehr, sehr nah an The Ordinary aus. Ich hoffe, das ist meine Haut nicht reizt. Bei The Ordinary war das tatsächlich so, dass ich das Produkt, was ich, das einzige Produkt, was ich von denen mal verwendet habe, das war mit Vitamin B5 und Hyaluronsäure, glaube ich. Das hat mir gar nicht gefallen, weil das nicht gut war für meine Haut. Da war die sehr gereizt. Und last but not least haben wir hier ein Gesichtsöl. Und das soll entsprechend dafür sorgen, dass die Feuchtigkeit in deiner Haut drin bleibt und einfach alles gesoftet wird, also weicher wird und ja. Ein Gesichtsöl. Die haben auch dabei geschrieben, dass die ganze Pflegegeschichte und das ganze Positive, was sie in ihre Inhaltsstoffe reingepackt haben, in die Produkte mit reingepackt haben, nicht zu Lasten des Geldbeutels gehen sollen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie der Preis von den Produkten ist. Denn da bin ich ehrlich mit euch, ich habe mich im Vorfeld, bevor ich dieses Video drehe, nicht informiert, wie viel die Produkte überhaupt kosten. Ich habe einfach nur das Paket hier stehen gehabt und wollte es euch hier mal vorstellen. Bin sehr gespannt.
Nun kommen wir mal zu dem Fashion-Teil meines Hauls hier. Und zwar habe ich wieder mir Produkte aussuchen dürfen bei Chiquelle. Da ist jetzt auch ab jetzt für, ich glaube, 3 bis 5 Tage ungefähr mein Gutscheincode aktiv, den ich euch hier gerade irgendwo eingeblendet habe, der aber auch nochmal in der Infobox drin steht. Genau, da kannst du ein bisschen sparen, wenn du dort shoppen gehst. Das ist ein Online-Shop aus Schweden und da habe ich eine Kooperation mit. Heißt, die schreiben mich an und sagen, Mensch, Claudi, hast du nicht mal wieder Bock, unsere Produkte zu testen, wie zum Beispiel dieses Oberteil und auch diese großartige Hose. Anfangen werde ich mit diesem Top. Das ist einfach so ein ganz normales Basic-Top, was ich ganz cool finde. Ich habe es bewusst in Hautfarben bestellt, weil du es einfach öfters mal hast, dass du einfach so ein Unterziehtop brauchst, was du unter irgendwas drunter ziehst, was hautfarben ist, was sich nicht abzeichnet, was aber doch irgendwie so alles an Ort und Stelle hält, sage ich jetzt einfach mal so. Und was verhindert, dass dein BH halt durchguckt zum Beispiel. Ich habe mir die Kleidungsstücke übrigens in der Größe M ausgesucht. Das ist jetzt natürlich etwas durchsichtig, aber es ist ja in dem Sinne, wenn ich was drüber ziehe, dass es dann insgesamt blickdicht wird. Und das ist einfach so jetzt hier gestreift, ne? Das finde ich ganz schön. Das ist, ja, dann halt einfach ein Drunterziehtop, was hier vorne so einen V-Ausschnitt hat. Hinten hat das ebenfalls so einen V-Ausschnitt. Und das habe ich mir unter anderem geholt, damit ich zum Beispiel solche Oberteile da drüber ziehen kann. Das ist dieses Oberteil, was ich richtig schön finde und jetzt auch für den Frühling extrem passend. Tada! Ist ein bisschen kürzer wieder geschnitten, aber es hat so Puffärmelchen und ich ziehe es mal an. Okay, nee, da muss ich dieses Top drunter wegziehen. Das sieht irgendwie total witzig aus. Also sehr, sehr mädchenhaft, weil du halt diese Puffärmel hast. Ich denke, dass ich mir das tatsächlich auch in einer Größe kleiner, also in S, hätte holen können, wenn man sich das so von den Armen her anguckt, ne? Aber von der Länge her wäre es wahrscheinlich dann zu kurz geworden. Wobei das jetzt ja auch schon recht kurz ist, ne? Es ist halt cropped geschnitten. Ich finde, dass sich das schön anfühlt und auch die Armlänge jetzt wirklich stimmig ist, ne? Na, es ist gewagt, um das mal so zu sagen. Also ich müsste mir noch irgendwie überlegen, dass ich irgendwie halt auch ein eckig geschnittenes Oberteil drunter ziehe. Oder so eine Bralette oder sowas, ne? Dass man hier auf jeden Fall den dunklen BH dann nicht so sieht. Ich finde es aber schön. Ich mag diese Puffärmel. Das ist so, ach Mensch, so Mädchenstyle, ne? Das ist einfach irgendwie, ich mag es. Ich könnte den ganzen Tag mit sowas rumspielen. Dann habe ich mir noch diesen Rock hier ausgesucht, den ziehe ich mal eben an. Das ist so ein richtig schöner altrosa Plissé-Rock, der echt hübsch ist. Also der sitzt hier auch super, ne? Das ist mit Gummizug. Ich könnte den auch sogar noch ein bisschen weiter runterziehen, was ich auch eigentlich sogar angenehmer finde, weil ich bin nicht so der ultimative Fan von diesen sehr hochsitzenden High-Waist-Irgendwas-Produkten. Also ich persönlich trage sowas tatsächlich lieber auf Hüfte, wobei das dann natürlich auch, wenn man etwas breitere Hüften hat, was bei mir Gott sei Dank so nicht der Fall ist, betonen würde. Und wenn du den halt höher trägst, dann macht der halt eine schöne schmale Taille. Kann man tragen, wie man möchte, ne? Das Interessante bei diesem Rock, finde ich, ist, dass der Unterrock hier drunter irgendwie deutlich kürzer ist als das Plissé, was da drüber hängt. Bei dem Rock muss ich aber wirklich sagen, dass mir die Farbe halt auch so unheimlich gut gefällt. Und ja, das finde ich ganz schön, ne? Das hier ist jetzt der zweite Rock, der mit in dem Paket war. Der hat hier sogar tatsächlich einen Reißverschluss an der Seite. Also den mache ich jetzt nicht auf, weil dann, ne, ich habe, also besser nicht. Genau, auf jeden Fall hatte ich hier einen Reißverschluss an der Seite. Und der ist eher tatsächlich so Frühling, Sommer, also eher Sommer, würde ich sagen. Und das liegt nicht nur an der Länge des Rocks, der halt so schräg geschnitten ist, sage ich mal, sondern auch an dem Material. Also das ist sehr fluffig. Ich meine, ja, ich zeige Beine. Ich habe keine schönen Beine. Ja, genau. Finde ich aber voll schön, den Rock. Der ist sehr beinumspielend und sehr, sehr sommerlich, sehr, sehr luftig. Tada! Jetzt sieht man das auch so ein bisschen von der Länge her, wie das dann aussieht, ne? Also ich finde den ganz, ganz schön. Ich mag den und der flattert so schön. Ich mag das, wenn Röcke flattern. Ja, ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich mein Haul. Meine ganzen Neuzugänge, die ich jetzt so aus diversen Shops und Bereichen hier zu mir bekommen habe und, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.